Moin Moin Sikrots-Freunde, willkommen zurück zu dieser Schiffsvorstellungs-Preview-Aktion hier sozusagen. Ja, der Maracha hat sich die Elsass freigespielt auf dem Testserver, T9 Standardschlachtschiff der Franzosen. Und wie gestern schon versprochen in dem Video, wollen wir heute mal ein bisschen auf die Elsass eingehen. Das habe ich ja in dem Flaschenpost-Video von gestern nur oberflächlich getan, aber jetzt sind auch ein paar technische Daten da und so ein paar Überlegungen, wie man eventuell skillen könnte. Dann lasst uns mal gemeinsam gucken. Also die Elsass ist eigentlich ein Schiff, das als Antwort auf die deutsche H-Klassenplanung ja, auch geplant war sozusagen. Die H-Klasse ist quasi die Nachfolgeklasse der Bismarck oder Bismarck-Klasse. So kann man sich das vorstellen. Ja, und da haben wir sie dann hier im Hafen stehen. 380 mm Hauptbatterie, 3x4 Rohre. Gucken wir mal ein bisschen näher ran. Scrollen wir hier mal ein bisschen längs. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Einmal so ein bisschen die optische Geschichte hier genießen. Wir stehen wie auch gestern in Marseille und gucken uns das hier an. Ich persönlich finde das ziemlich geil, weil auch hier das wieder mit dem Schornstein so typisch französisch geworden ist. Finde ich genial, dass das jetzt auch so einen Wiedererkennungswert hat, ja. Mit dem Schornstein hier. Ja, sehr cool. Wie gesagt, kommen wir kurz zu den technischen Daten. Das ist ja A-Rumpf. Wir haben hier auf dem Testserver die Möglichkeit, zwischen B und A-Rumpf hin und her zu schalten. Und das möchte ich auch tun. Wir haben jetzt im A-Rumpf, den ihr standardmäßig haben werdet, am Anfang 69.000 Trefferpunkte und maximal 430 mm Panzerung, einen Torpedoschutz von 44%, was doch recht ordentlich ist. Kommt sicherlich nicht an eine Yamato ran oder an eine Musashi, aber ist doch gar nicht schlecht. Ja, Musashi ist vielleicht der bessere Vergleich. Wenn wir den B-Rumpf montieren, verändert sich das wie folgt. Man kriegt 5.700 Trefferpunkte dazu und dann steigt auch die Überlebensfähigkeit ein wenig an. Außerdem verbessert sich dann hier, habt ihr schon gesehen, die Ruderstellzeit um 6,6 Sekunden, was doch ein beachtlicher Wert ist. Wie bei jedem B-Rumpf verbessert sich eigentlich die Ruderstellzeit und die Flugabwehr wird deutlich verbessert, was ich ziemlich geil finde. Ja, ein T9-Schlachtschiff, da könnt ihr nachher mit dem Flugabwehrmodul sicherlich einiges rausholen. Da sollte so um die 100 oder sogar, ja, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig mit meinen Aussagen, aber ein Wert um die 100 sollte eigentlich drin sein. So, dann haben wir eine Kampfreichweite, die wir bis auf 20,3 Kilometer erhöhen können mit dem Modul. Ja, basismäßig, wenn ihr das Schiff dann freigeschaltet habt, im Tech-Tree sind es 18,4 und die Fahrt beträgt 32 Knoten mit Motor-Upgrade und ohne Motor-Upgrade 30,4. Ja, gehen wir von oben weiter durch. Wie gesagt, sind drei Türme, A4 Rohre, 380 mm und darüber hinaus gibt es Sekundärbewaffnung, die standardmäßig schon bei 7 Kilometer anfängt. Das heißt, ihr habt durchaus eine Chance, wenn ihr hier die Flakabwehr skillt oder die Sekundärbewaffnung, also zumindest wenn ihr im Kapitänsbereich die Schießgrundausbildung oder erweiterte Schießgrundausbildung, die müsst ihr für beide Sachen skillen, ob nur Flak oder Sekundär. Habt ihr auf jeden Fall eine geile Chance, hier relativ weit hoch zu skillen, dass ihr den Deutschen definitiv Konkurrenz macht. Ne? Das finde ich schon mal ziemlich geil. So, dann kommt die Flugabwehr hier dran. Da haben wir dann einige Kanonen hier drauf. Bis 3x3 Rohre 152 mm mit einer Standardkampfentfernung von 5 Kilometern. Wie gesagt, auch das ist durch Module weiter aufzubohren. Wendekreis 910 Meter und 23,2 Sekunden im Standardrumpf, die Ruderstellzeit. Erkennbarkeit zu Wasser 16,7, Erkennbarkeit zu Luft 15,1, sichere Erfassung, das kennt ihr ja alles, was das bedeutet. Und aus dem Nebel schießen 15,4. Den Wert könnt ihr auch nicht verändern, selbst wenn ihr Tarnungsmeister euch oder ähnliche Sachen skillt. Das wisst ihr ja schon. Gucken wir uns mal die Panzerung an. Hier ist die Hülle komplett. Einmal zu sehen, das sind dann hier vorne 32 mm überall. Ich scroll mal ein bisschen raus für euch. Dann hier nochmal 32 mm. Ja, das ist es schon.
Ja, und dann nehmen wir mal die Hülle weg, dass wir zu den wichtigen, elementaren Sachen kommen. Die Aufbauten, ja, 19 mm, das ist bei jedem Schiff sehr ähnlich oder sogar gleich. Und dann kommen wir zu den Bereichen. Hier vorne der Hauptbereich sind die 430 mm, die wir oben schon erwähnt haben. Die Barbettenpanzerung liegt bei 405 mm, was ganz ordentlich ist. Also könnte reichen, dass die Türme nicht so schnell außer Gefecht gehen. Und dann haben wir hier eine überlappende Zitadelle, also ein überlappender Zitadellenschutz, besser gesagt, so wie das auch bei den deutschen Schiffen ist. Das sorgt dafür, dass ihr auf jeden Fall mal, selbst wenn die Granaten genau hier eintreffen und die Zitadelle unten treffen könnten, sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zitadelle doch relativ gering ist. Die Panzerung hier beträgt 350 mm außerhalb des Wassers und unterhalb des Wassers 275 mm. Wie gesagt, ist ein T9-Schiff. Ich persönlich habe gegen die Elsa schon gekämpft und die haben schon ein bisschen was geschluckt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es war keine Zitadelle. Das muss ich auch sagen. Ich habe eine Breitseite Montana, also 12 Mumpeln in der Luft, 406 mm auf 10 Kilometer gehabt und das war ein Schaden von, wenn ich mir recht entsinne, so um die 22.000 Strukturpunkte. Das ist natürlich bei 69.000 schon mal so gut ein Drittel. Das hat schon ganz gut geknallt. Gut, mit welchem Schiff sollte man schon Breitseite fahren? Selbst mit den Deutschen sollte man nicht unbedingt Breitseite fahren. Das kann auch da ganz schön klappern in der Kiste. Aber es ist hier nicht so schlimm wie zum Beispiel bei anderen Schiffen, die Roma zum Beispiel. Die Roma, gut, ist ein T8-Schiff, aber kommt ja durchaus in die gleichen Kämpfe wie dieses Schiff. Und da ist der Schutz der Zitadelle nicht ganz so optimal angeordnet. Und dadurch nimmt sie definitiv mehr Schaden. 350 mm ist jetzt sicherlich auch nicht das allerkrasseste, aber ist auch nicht sehr, sehr schlecht. Also ganz gut zu machen. Und ihr habt ja nach vorne 8 Rohre, die eine gute Brandwahrscheinlichkeit haben. Wenn wir uns das hier angucken, wir haben eine Ladezeit von 30 Sekunden. Also Standardladezeit könnte man fast meinen. 36 Sekunden Drehzeit. Also die Turmdrehzeit ist wirklich, wirklich gut. Ja, ähnlich. Ich vergleiche es mit der Roma, weil ich es halt vor kurzem erst bekommen habe, die Roma gekauft hatte. Habe ich euch ja auch gezeigt. Da haben wir eine Turmdrehzeit von 30 Sekunden. Also die ist hier 6 Sekunden langsamer hier. Da könnte man gegebenenfalls, weil man mit den Franzosen wahrscheinlich sowieso eher frontal zum Feind steht, durch die Masse der Rohre nach vorne, durchaus auch die Turmdrehzeit so ein bisschen vernachlässigen. Und ja, dann hier, wenn man sich die Brandwahrscheinlichkeit anguckt, HE schießen. Wir haben jetzt schon standardmäßig 36%. Das ist sicherlich ganz cool. 36% der Kapitän sind nochmal 2% dazu, sind wir bei 38%, dann noch die beim Flaggen, seid dabei 40% Brandwahrscheinlichkeit auf 8 Mumpel nach vorne. Die Dunkirk fährt man auch sehr, sehr gerne mit den HE-Granaten. Das setzt sich hier so ein bisschen weiter fort. Oh, ich denke, das ist eine Überlegung wert. Also ich würde zumindest mal versuchen, HE zu fahren, so aus Bauch heraus, weil ein Punkt, der mir sofort aufgefallen ist, die AP-Granatenschaden. Der AP-Granatenschaden ist hier nicht besonders hoch. Die Roma hat 12.000 standardmäßig und die Elsass hat 11.900 und obwohl sie eine Tierstufe höher ist. Ja, jetzt muss man gucken, was da genau für AP-Granaten drin sind, wann die genau zünden, 0,015 Sekunden oder 0,033 Sekunden. Das sorgt dann dafür, wie viel Panzerung von der AP-Granate durchschlagen wird, bis sie explodiert. Ja, muss man nochmal sich ganz genau angucken. Das wird man aber mit der Zeit dann noch alles mitbekommen, wie das so läuft. Ja, also die Panzerung ist auf jeden Fall mal vielversprechend. Würde mir da jetzt nicht allzu viele Sorgen machen. Gut, kommen wir zu den Verbesserungen, die einbaubar sind. Also Hauptbewaffungsmodifikation, Hilfsbewaffnungs- und Magazinmodifikation, quasi der Standard. Ich werde hier auf jeden Fall die Hauptbewaffungsmodifikation skillen. Das mache ich jetzt schon mal gleich mit. Da wir das Schiff ja morgen im Livestream für euch fahren werden. Und da könnt ihr dann auch gerne mit dabei sein, mitfahren und Fragen stellen oder wir zeigen euch noch ein paar Sachen. Vor allen Dingen ist es geil auf dem Testserver, wenn ihr sagt, lasst uns mal umskillen, lasst uns mal was anderes probieren, dann probieren wir auch was anderes. Das ist das Geile an dem Livestream und auf dem Testserver. Ihr seht selber 24.000 Dublonen, das kriegst du jedes Mal neu. Also alles easy hier. Ne? Dann natürlich, was die vielen Schlachtschiff gehört, Schadensbegrenzungssystemmodifikation 1 und dann haben wir hier die erste Auswahl, was wir hier machen können. Wir können die Nachladezeit der Hauptbatterie verlängern und dafür die Drehgeschwindigkeit erhöhen. Flakbewaffnung können wir hochsetzen, das gibt plus 12 Punkte, sind 20% mehr Reichweite.
ist eine Überlegung wert. Oder das hier gibt 20% mehr Reichweite und 20% Streuungsreduzierung. Oder wir gehen auf Zielmodifikation, was die Streuung der Hauptgranaten. Das ist wirklich nicht einfach, weil die Streuung ist hier, ja, seht ihr ja schon, horizontal bei 247 Meter angelegt. Und der Sigma war im Alpha-Test bei 2,0. Es wurde aber geändert. Nach meinen Recherchen liegt der Sigma jetzt bei 1,7. Das heißt, die Mumpeln orientieren sich nicht mehr so stark zur Mitte, also so stark zum Fadenkreuz hin, sondern streuen durchaus mal nach links oder rechts weg. Das kennen wir ja von der Dunkirk auch schon so ein bisschen, auch wenn da der Sigma-Wert ein Ticken höher ist. Das, manchmal haben die komisch schief eingeladen da, die Mumpeln, und ja, dann fliegen die irgendwo hin, aber nicht da, wo sie hin sollen. Muss man sich überlegen, ob die Zielgenauigkeit dann so viel bringt. Das kommt auch auf euren Fahrstil drauf an. Ich möchte jetzt einfach erstmal die Sekundärbatterie reinsetzen. Das bauen wir nachher nochmal um zu gucken, was für eine Flugabwehrchance wir haben. Hier bauen wir dann was anderes ein. Ich baue ja auf jeden Fall schon mal den B-Rumpf ein. Das ist ja ganz klar. Und die Zielmodifikation hier und den Motor, wir machen hier alles auf gleich auf die höchste Stufe. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Wir haben 16,6 Sekunden Ruderstellzeit. Darum werde ich hier nicht die Ruderstellzeit skillen, sondern ich werde auf Antriebsmodifikation erstmal gehen, weil man ja durchaus auch mal schneller auf Geschwindigkeit kommen möchte, wenn man zum Beispiel betorbt wird, ähnliche Sachen überrascht wird, wie auch immer. So, Tarnsystem ist die Möglichkeit. Das würde 5% die Streuung erhöhen. Das wisst ihr ja eigentlich alles. Ich werde aber nicht auf Tarnung gehen, sondern ich werde hier auf die Zielerfassung gehen. Reichweite sicherer Erfassung gegnerischer Schiffe. Ja, genau. Die Torp, genau, da bin ich jetzt gerade irgendwie außer Konzept gekommen, hier so ein bisschen. Die Torpedos werden halt 20% früher erfasst. Ich denke, wir probieren erstmal das aus. Und dann kommt ein entscheidender Punkt. Wir haben nämlich noch eine zusätzliche Möglichkeit, hier was einzubauen. Und da geht es dann auch weiter. Wie machen wir hier weiter? Wir können hier die Nachladezeit verringern, aber dafür Drehgeschwindigkeit einbüßen. Oder wir erweitern die Höchstfeuerreichweite der Hauptbatterie, was ich persönlich nicht machen würde. 20,3 Kilometer ist eine Reichweite vom Kurfürsten. Ich glaube, das reicht. Ja, die Streuung wird ja noch größer bei einem Sigma von 1,7. Die maximale Streuung von 244 Meter wird bei maximaler Kampfentfernung erreicht. Also von daher, da trifft man wahrscheinlich auch nicht mehr so super viel. Jetzt haben wir hier durch die Erhöhung der Feuerleitzentrale, Feuerleitstelle, sogar 265 Meter maximale Streuung. Also das ist dann schon ein Viertelkilometer, ein bisschen mehr. Das ist schon ganz schön heftig. Von daher werde ich nicht die Feuerreichweite erhöhen. Man könnte jetzt hier die Flak erhöhen. Man könnte die Sekundärbatterie so weit verbessern, dass die Nachladezeit verringert wird. Ich persönlich glaube, ich gehe erstmal auf die Hauptbatteriemodifikation 3 und dann gucken wir mal, was wir da nachher rausholen. Nachladezeit reduziert, dann sind wir schon bei 26 Sekunden und die Turmdrehzeit sind 41,4. Das ist alles verkraftbar, meiner Meinung nach. Weil ihr dürft ja eins nicht vergessen, in der Sammlung gibt es ja einen französischen Kapitän, wo man, wenn man möchte, Elite-Schütze wieder skillen kann. Und da kriegt man ja sogar noch einen Bonus auf die Drehzeit. Ja, mit dem Bonus auf der Drehzeit haben wir 1 Grad pro Sekunde und nicht 0,7. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist. Das heißt, wir können da einen Großteil der Drehzeit wieder wettmachen. Ne? Und damit haben wir eine kürzere Ladezeit und trotzdem die gleiche Turmdrehzeit wie vorher. Das ist vielleicht so ein kleiner Tipp, den man mal so mitnehmen kann. Und Adrenalinrausch ist ja dann sowieso auch da verbessert. 0,25 Trefferpunkte statt 0,2 statt pro Prozent verlorener Trefferpunkte des eigenen Schiffes. Wenn man dann 74.000 hat, vielleicht auch sogar ganz kurz sich mal bewusst vielleicht sogar ein Stück weit einen Treffer einfängt, so mal ein Viertel Struktur verliert oder so, um dann weiterzufahren. Möglich, ne? So, wir gucken uns einmal die Reparaturmannschaften an. 373 Trefferpunkte pro Sekunde. Ja, 28 Sekunden aktiv. Das sind dann 6.000, naja, fast 10.000 Trefferpunkte, die man wieder herstellen kann mit der Reparaturmannschaft 2. Ohne Flaggen. Mit einer Flagge kommen wir dann nochmal eine ganze Ecke weiter. Und zwar baue ich jetzt hier mal schnell die Flagge ein. Gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. Ihr merkt schon, wir machen es hier ausführlich. 448, dann sind wir bei fast 12.000, sagen wir ein bisschen unter 12.000 Trefferpunkte, die man wiederherstellen kann. Und die Nachladezeit beträgt aktuell 80 Sekunden, weil ich den Kapitän überhaupt noch nicht geskillt habe. Ja, den werde ich jetzt auch nicht weiter
Naja, eigentlich muss ich ihn ja skillen, ne? Fällt mir gerade so ein. Ja, muss ich ja machen. Fällt mir gerade so ein. Das macht ja gar keinen Sinn, jetzt nicht zu skillen. Wir bauen hier auf jeden Fall die präventiven Maßnahmen ein, packen hier den Adrenalinrausch rein, erhöhen die Brandwahrscheinlichkeit, weil ich ja mit HE fahren möchte. Und dann könnte man hier nochmal gucken, was man dann erreicht, wenn man hier die verbesserte Schießausbildung nimmt. Und da haben wir 6 Punkte. Da waren wir dann bei, hier waren wir bei 88, 6 Punkte sind wir bei 94. Mit dem Flak-Modul von vorne sind wir bestimmt bei 100, über 100. Das heißt, der Franzose wird auf jeden Fall ein unbequemer Gegner für Flugzeugträger werden. Und wenn die dann noch gebündelt sind, ist das sicherlich eine richtig harte Nuss. Da kann man hier noch mit dem vorrangigen Ziel einbasteln. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich packe jetzt hier einfach mal ein paar Punkte rauf. Und dann haben wir noch 2 übrig. Da würde ich jetzt einfach mal aus Spaß gucken, was ein Standard-Elite-Schütze bringt, um in der Drehzeit. Jetzt hier sind es 0,7 Grad pro Sekunde, die wir schneller drehen. Jetzt sind wir waren eben bei 41,4 und jetzt sind wir wieder bei 35,6. Und das ist jetzt die Standarddrehzeit. Das heißt, mit dem neuen Kapitän seid ihr wahrscheinlich sogar bei 30 Sekunden wieder. Und dann, oder ja, wir sind ja jetzt schon unter der Standarddrehzeit. Wir sind jetzt schon 0,4 Sekunden. Die Standarddrehzeit waren 36, wir sind jetzt bei 35,6. Ihr dreht jetzt schneller und könnt kürzer nachladen. Mit Adrenalinrausch sind hier um die 20 Sekunden nachher drin, wenn ihr wenig Trefferpunkte habt. Das ist ein, glaube ich, ganz guter Wert. Und wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht mal alles mit Sekundär ausgebaut. Wir sind jetzt schon bei 10,1 Kilometer Sekundärreichweite und haben eine Flugabwehr von 94. Und der maximale Kampfwert ist jetzt 6 Kilometer. Da machen wir dann 213 Trefferpunkte pro Sekunde. Das ist dann auch nicht zu verachten. Was haben wir denn hier? Ja, hier ist schon, doch, das Sekundärmodul ist hier natürlich schon eingebaut. Entschuldigung. Ja, da kann man dann nachher ja nochmal hier mit einem Fokus raufgehen eventuell. Muss man sehen, das ist jetzt längst nicht optimal geskillt. Bei Weitem nicht. Vielleicht nimmt man das HE hier raus. Und dann beim 16er Kapitän hat hier schon manuelles Feuern. Ich weiß es nicht, ist vollkommen euch überlassen. Ich sage einfach mal, die Elsass hat viele Optionen. Man kann sie auf Flak skillen, man kann sie auf Sekundär skillen, man kann sie auf Schussreichweite skillen, man kann sie auf HE skillen. Ja, ich sehe gerade, der zweite Rumpf hat hier auch nochmal ein Prozent im Torpedoschutz gebracht. Also da ist einiges möglich und ich glaube, dass das ziemlich spannend ist, was da mit den französischen Schlachtschiffen uns bevorsteht. Ich hoffe jetzt, dass euch dieser erste Einblick so ein paar Ideen gebracht hat und euch auch ans Nachdenken gebracht hat, wie könnte ich denn meine Elsa skillen? Habt ihr ein paar geile Ideen, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe? Hab ich irgendwas vergessen? Einfach rein damit in die Kommentare. Ja, ich werde mir alles durchlesen und ich werde dann darauf reagieren und gegebenenfalls auch nochmal mit einem Untertitel hier das Video korrigieren, wenn ich irgendwas falsch erzählt habe. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch dazu einen coolen Vorgeschmack auf die Elsass gebracht hat. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das belohnt mit einem Abo, mit einem Daumen nach oben, mit einer Weiterempfehlung. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch unterstützen wollt, dann findet ihr zum Beispiel einen Spendenlink auch unter dem Video. Ich werde das jetzt in nächster Zeit öfter aufrufen, weil also euch mal erläutern oder darauf hinweisen, weil ja, ihr auch immer wieder ein paar neue Schiffe vielleicht auch mal sehen wollt, erklären wollt, erklärt bekommen haben wollt. Das ist natürlich mit normalen Mitteln nicht unbedingt so einfach machbar, da wir keine Kontributoren sind. Und ja, von daher, wie gesagt, gibt so immer so ein paar Sachen, die da vielleicht auch für euch interessant sind. Und ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wenn nicht, dann nicht. Ich freue mich auch so über jeden Zuschauer ohne Frage. Das ist nur lieb gemeint und unser Gedanke an euch sozusagen, da in Zukunft vielleicht auch anderen Content zu bringen, der jetzt im Moment noch nicht so einfach möglich ist. Wie gesagt, wir sagen danke fürs Zuschauen, danke für eure Abos, Likes, Teilen in den sozialen Medien und bis zum nächsten Mal. Euer Seekrautsteam, euer Maracha. Haut rein. Tschüss, tschüss.